Herzlich willkommen. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank, herzlich willkommen hier aus dem Festsaal Kreuzberg, Berlin. Herzlich willkommen zu unserer Show über die schönste Sache der Welt, nämlich Musik. Mein Name ist Max Mutzke und das sind die wunderbaren Jungs von der tollen Band Monopunk. Wer wird heute mit uns über die Lieder seines Lebens sprechen? Wer wird uns tief in sein Herz blicken lassen und seine Lieblingslieder offenbaren? Und wer wird mit uns über die Songs sprechen, die sein Leben verändert haben? Meine Damen und Herren, heute Abend bei uns zu Gast ein Virtuose auf seinem Instrument, ein echter Weltstar, und zwar einer, der mit Bach genauso vertraut ist wie mit Sting. Bitte begrüßen Sie mir jemand, der mich mit seinem Besuch unfassbar stolz macht. Einer der besten Geiger der Gegenwart. Meine Damen und Herren, das ist Daniel Hope. Daniel, es ist so wunderschön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zugesagt hast. Dankeschön. Du bist ein Meistergeiger, ein Star der klassischen Musik. Hat man bei dir zu Hause nur klassische Musik gehört? Nein, im Gegenteil. Man hat alles Mögliche gehört. Natürlich Klassik, aber großen Rock'n'Roll, Pop-Idolen, alles. Also mein Vater war ein leidenschaftlicher Elvis-Fan. Der ist in Südafrika groß geworden und damals, in den 50er Jahren, hat jeder Elvis gehört. Das war ein Traum für ihn, sozusagen in der Freiheit nach Amerika zu schauen. Und er hat uns das immer beigebracht. Also Elvis lief immer bei uns. Das heißt, dann stimmt es wahrscheinlich, dass du alle Elvis-Hits auswendig singen kannst? Bestimmt nicht. Nein. Doch, wir probieren es. Lass uns mal ein paar Sachen anspielen. Du kannst, ich würde gerne, dass du dein Mikrofon dazu nimmst. Okay. Und einfach, wenn dir was einfällt, dann machst du mit. Okay? Okay. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took a time. You were always on my mind. You were always on my mind. Daniel Hope! Super. Kann ich glauben, dass sie das gerade gemacht hat.
Also ich würde sagen, du bist jetzt dran, oder? Gleich. Wir wollen über deine Lebenslieder sprechen, aber zuerst möchten wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Bitteschön. Daniel Hope. Schon als Kind wuselt er zwischen den besten Musikern der Welt herum. Seine Mutter ist die Sekretärin von Jahrhundertgeiger Yehudi Menuhin. Mit 4 ist Daniel klar, das will ich auch. So wird er Geiger. Musik ist mehr als nur schön zu spielen, sagt Daniel Hope. Er ist ein Suchender nach Inspiration, einem vergessenen Musikstück, dem ultimativen Ausdruck. Klassik, Jazz, Filmmusik oder Pop, der unglaubliche Mr. Hope. Was hat die Geige, was andere Instrumente nicht haben? Was hat die Geige tatsächlich, was andere Instrumente nicht haben? Was hat dich daran gereizt? Ich weiß es nicht genau, aber es hat was, glaube ich, mit der menschlichen Stimme zu tun. Und das Instrument hat mich von vornherein einfach gepackt, fasziniert. Dieses Klang, die Mobilität, dass du es überall mitnehmen kannst, spielte eine große Rolle. Wir waren viel unterwegs, auch als ich klein war. Und es gibt einfach etwas Singende in diesem Klang. Ich habe mich in dieses Instrument verliebt. Vor allem durfte ich einen großen Geiger sehr gut kennenlernen. Und der hat mir das sozusagen gezeigt, wie eine Geige wirklich klingen kann. Wen hast du da kennengelernt? Sein Name war Yehudi Menuhin. Da haben wir, glaube ich, ein Bild. Da sehen wir dich als Kind mit ihm zusammen. Ja. Wie hast du ihn erlebt? Das ist wirklich ein absoluter Großmeister. Als Dirigent und als Geiger. Ja, er war ein fantastischer Musiker, ein großer Humanist. Er war sehr großzügig zu unserer Familie. Er hat uns gerettet, muss man sagen. Wir sind mittellos in England gelandet, in London, Anfang der 70er Jahre. Wir sind geflohen aus Südafrika. Und er hat uns aufgenommen und meine Mutter einen Job gegeben als Sekretärin. Guck mal, und, das ist ein sehr schönes Bild. Wie alt war er da, als er diesen Kopfstand gemacht hat? Ich tippe um die 60, 65. Ja, unglaublicher Typ. Ja. Deine Mutter hat als Sekretärin für ihn gearbeitet und wir haben einen Ausschnitt gefunden, in dem sie über ihn spricht. Das war ein Wirklich? Video von 1977. Wahnsinn. Ja, das ist sehr schwierig. Er ist ein ganz eigenartiger Mensch, großzügig, hat alle Menschen lieb, eigentlich zu optimistisch. Immer impulsiv. Das ist super, diese Szene. Das macht sie heute noch. Aber wie gesagt, hauptsächlich würde ich sagen, großzügig. Wow, das kann ich nicht. Das kanntest du nicht, das ist ein sehr schönes Video. Deine Mama. Vor allem das Outfit damals. Das ist tierisch. Diese Aufnahmen sind in London entstanden. Ihr habt ja da in London gelebt, aber deine Mama spricht Deutsch. Richtig, ja. Warum spricht sie Deutsch? Ihre Familie ist aus Berlin und mussten während der Nazi-Zeit fliehen aus Berlin. Und Deutsch wurde allerdings nicht gesprochen bei ihr zu Hause. Also das kam erst später. Zu Hause habt ihr kein Deutsch gesprochen? Nee, wir haben Englisch gesprochen. Also ich bin in Südafrika geboren, aber ich bin sehr früh schon nach England gekommen und mit Englisch aufgewachsen. Aber gab es nicht ein Kinderlied, was dir deine Oma vorgesungen hat, dann auf Deutsch? es gab viele Kinderlieder. Also ich spreche eins an von Brahms, Guten Abend, Gute Nacht. Ja, natürlich. Lass es uns bitte kurz anspielen. Der Mike hat das. Ah, gut, das mache ich gerne. Und das würde ich so gerne mit dir an der Geige hören. Das singe ich aber nicht. Du spielst es? Gerne. Daniel Hope.
Du selbst lebst mittlerweile in Berlin und zwar ganz in der Nähe des Hauses, aus dem deine Großeltern von den Nazis vertrieben wurden. Was ist das für ein Gefühl, jetzt in diesen Straßen den Alltag zu verbringen? Also ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Gefühl. Am Anfang war ich nicht sicher, ob ich zurückkomme nach Berlin. Meine Frau ist aus Berlin und wir hatten es immer vor. Wir haben in Wien gelebt, wir haben in Amsterdam gelebt, überall eigentlich. Aber irgendwann sagte sie, ich würde es gern zurück nach Berlin zu ihrer Familie. Und es hat mich doch dann hingezogen und mittlerweile, wir sind so glücklich da. Deine Familiengeschichte hat es ja total in sich. Sie ist geprägt von Flucht, von Vertreibung und von Neuanfängen. Du hast gesagt, ihr habt Afrika verlassen müssen, weil dein Vater gegen das Apartheidsregime war. Dann seid ihr über Paris, dann nach England gekommen. Was haben diese vielen Neuanfänge in fremden Ländern mit dir gemacht? Die Augen geöffnet. Ich meine, ich war sehr klein, das muss man sagen. Ja. Aber ich habe trotzdem Erinnerungen an Frankreich, an Paris. Wir haben auf dem Dachboden geschlafen, bei Freunden, in London zu sein, in diese unglaublich kalte Häuser. Also meine Eltern hatten absolut kein Geld, nichts. Und man erinnert sich schon an diese Anfangsmomente. Und dann natürlich, also diese Clip von meiner Mutter, das ist in dem Haus von Yehudi Menuhin, wo man plötzlich in Luxus, im Gegensatz, plötzlich war. Und dann ist es, als ob alles vorher schwarz-weiß war und plötzlich gab es einen Farbfilm. Mhm. Und alles war da, alles war unglaublich eigentlich. Und dieser Kontrast war schon sehr prägnant. Wir kommen zu deinem ersten Lebenslied, von dem du sagst, das ist meine Kindheit. Ja. Es ist Somewhere Over the Rainbow. Oh ja. Oh ja. Was hat es denn damit auf sich? Naja, Wizard of Oz natürlich. Zauberer von Oz, oder? Sagt man? Ja. Mhm. Wizard of Oz, also dieser Film, das hat meine Jugend völlig gesprengt eigentlich. Die Fantasie, die Farben, alles, was da stattfindet. Und dann natürlich dieses Lied, Julia Garland und was es bedeutet. Also da oben sozusagen, dass man träumen kann, da ist was. So schön, ja. Sollen wir das zusammen spielen? Gerne. Also es ist mir eine viel größere Ehre, als du dir vorstellen kannst, dass ich Somewhere Over the Rainbow spielen darf. Nicht nur mit dieser tollen Band, sondern auch mit diesem unglaublichen Menschen an der Geige. Viel Spaß. Someday I wish up on a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Thank you.
ist so, oh hey. Gott, ist das schön. Daniel Hope, ladies and gentlemen. Oh Gott, ist das schön. Ich wusste, dass es schön wird, aber das ist wirklich unglaublich. In dem Stück gibt es eine ganz schöne Textzeile. Irgendwo hinter dem Regenbogen gibt es ein Land, in dem Träume wahr werden. Von was hast du als Kind geträumt? Geige zu werden. Tatsächlich? Ja, also mit 4 habe ich meine Eltern gesagt, ich will Geige werden. Und ich habe sie mehr oder weniger genötigt, Wahnsinn. Mir den Unterricht zu ermöglichen. Ich wusste, das wollte ich machen. Es war die Musik, viel mehr als die Geige, die mich gepackt hat. Aber am Anfang war es natürlich dieses Instrument. Und ich weiß noch, ich ging dann zu die erste Lehrerin, wunderbare Frau, Sheila Nelson. Und ich ging da rein in dem Haus und überall hingen Geigen an der Wand. Und sie hat mich angeschaut und sagte zu meinen Eltern, es tut mir sehr leid, aber er ist ein bisschen klein. Kommen Sie wieder in 6 Monate. Und da habe ich einen unglaublichen Wutanfall auf dem Teppich gehabt, bin durchgedreht. Und sie hat sich so erschrocken und sagte, was ist los? Und meine Mutter sagte, ja, er will Geige spielen. Und dann haben sie gesagt, okay. Und hat sie es. Okay, Daniel. Sie hat es mir gegeben, so eine winzig kleine Geige. Ich habe es so genommen und habe dann also gekratzt und es muss grauenvoll geklungen haben. Und das war's. Wahnsinn, ich wusste, dass man das schon so früh weiß. Wir haben ein Bild von dir. Ja. Ein Filmchen. Ist das schön. Mit 6 Jahren wurdest du dann auf ein Musikinternat geschickt, weg von den Eltern. Wieder ein Zuhause, wieder mal die Heimat verloren. Wie war das für dich? Wie kam das? Also man muss sagen, es war meine Entscheidung, dorthin zu gehen. Aber in der ersten Moment, als ich dort war... Warte mal, du hast mit 6 Jahren entschieden, ey Leute, ich muss mal meine Karriere anfangen hier. Also ich muss sagen, ich war nicht 6, ich war 7. Ach so, aber, ja, das ist normal. Aber das tatsächlich, es kam aus dir. Es kam aus mir. Ich wollte zu Yehudi Menuhin's Schule gehen. Und das war ein Musikinternat. Und ich wollte das sozusagen intensiver machen. Und in der Sekunde, wo ich in diesem Internat ankam, wusste ich, dass das der größte Fehler meines Lebens war. Und meine Eltern... Das ist aber geil, dass ein 7-Jähriger sagt, fuck, das war der größte Fehler meines Lebens. Total, total. Und dann gingen meine Eltern und ich habe gesagt, wo geht ihr denn? Und sie sagen, wir gehen nach Hause. Ich so, wie nach Hause? Ich habe es irgendwie nicht kapiert. Ach. Und das war ganz bitter für mich, ganz tragisch. Und ich habe die nächsten 2 Jahre durchgeweint, mehr oder weniger. Also. Boah, unglaublich. Ich meine, es gibt ein Stück was oder ein Song, was für diese Zeit steht. Und der klingt so. Message in the bottle. Oh ja. Das Lied hast du sogar später mit Police zusammengespielt. Ja. Wir haben tatsächlich eine Aufnahme, wo du mit dem Schlagzeuger und Gitarristen von Police jamst. Ja, ja. Das ist sehr lustig, die Aufnahme. Stuart, ja. Das ist sehr krass. Wie kam es zu diesem Moment? Das war total krass. Die haben mir nicht gesagt, dass ich mit den beiden spielen würde. Die haben nur gesagt, ich soll mit meiner Geige zu Stuart Copelands Studio in Hollywood fahren. Und dann plötzlich ging Andy Summers los mit diesem berühmten Riff, ja, was jeder Gitarrist natürlich kennt. Oh my God. Und dann fing er an und dann sagte er, come on, play. Und ich bin, also deshalb schaue ich so ein bisschen gaga, weil es war einfach, das ist Police, das ist Message in a Bottle. Und ich muss jetzt versuchen mitzumachen. Da werden dich Millionen Musiker beneiden für den Moment. Hast du Lust, auch mit uns mal zu spielen? Ja, klar, ich kann es versuchen. Also ich weiß nicht, ob es noch besser geworden ist. Lass uns bitte spielen. Message in a Bottle with Daniel Ho. Oh.
Hey, super. Ich liebe diese Groove, ja. Das hat er so toll gemacht. Ich weiß, als Andy Summers das gespielt hat und ich habe dann irgendwas versucht zu spielen, dann sagt er, stop, 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 stop. Er sagt, listen to the groove, man. Genau. Monopunk, ladies and gentlemen. Wenn man so früh von den Eltern getrennt wird, was spielen dann Freundschaften für eine Rolle im Leben? Gerade wenn du darauf zurückblickst, mit 7 alleine gewesen zu sein. Ja, also natürlich eine große Rolle. Also ich habe ein paar Freunde aus der Zeit. Einer, der lebt hier in Berlin sogar. Ich habe 2 Jahre ein Zimmer mit ihm geteilt im Internat. Der ist dann geblieben. Ich bin nach 18 Monaten bin ich von der Schule mehr oder weniger geflogen, kann man sagen. Also es ging einfach nicht. Ich war sehr unglücklich, hatte große Heimweh. Und musikalisch ging das einfach nicht weiter. Mhm. Und meine Eltern haben gesehen, die mussten einfach einstehen, es war ein Fehler. So, wir haben es versucht. Und 18 Monate in dieser Zeit ist eine lange Zeit für ein kleines Kind. Und trotzdem, wir haben unser Bestes gegeben, aber es war nichts. Deshalb bin ich am normalen Schule und da habe ich auch viele gute Freunde gemacht. Du hast mal gesagt, dass Musik eine grausame Geliebte ist. Was hat sie dir angetan? Naja, man ist versessen. Du kennst das. Du hast eine Melodie im Kopf und das lässt dich nicht los. Das und du wahr. Willst es nochmal und noch besser und noch anders. Du schreibst natürlich deine eigenen Sachen. Das ist ein großer Unterschied. Auch im Übrigen zu Pop und Klassik. Ja? Also ihr seid Schöpfer, richtig. Also was wir in der Klassik meistens machen, ist die Musik von alten, toten Komponisten. Weißt du was? Da muss ich auch wirklich mal nachfragen, warum ist das so? Also wenn ich höre sehr viel im Auto, Radio und wenn ich auf einen klassischen Sender schalte, dann habe ich das Gefühl, ich höre immer die Namen und jetzt spielen wir von Mozart oder jetzt spielen wir von Bach. Warum ist das da so anders? Warum gibt es zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so viel Neues, was man auch in den Radiosendern, was da seinen Platz findet? Naja, das sind 2 Fragen. Es gibt sehr, sehr viel Neues. Es gibt fantastische Komponisten heute. Aber die Radiosender spielen sie nicht unbedingt, weil sie setzen eher auf das, was man kennt. Und man muss auch sagen, wir haben 500 Jahre Musikgeschichte. Ja? Also wir haben Millionen von solchen Werken. Und das sind für uns alle Stücke. Wir fangen an mit 3, 4 zum ersten Mal, sie zu studieren. Und wir spielen sie unser ganzes Leben. Und das ist sozusagen, ja. wir beschäftigen uns damit. Das sind sozusagen unsere Coverversion davon, wenn man so will. Mhm. Aber es gab, sagen wir, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gab es viele Spieler, also Pianisten, Geige, die selbst komponiert haben. Und das hat mehr oder weniger aufgehört. Du hast deine Geige immer mit dabei. Also das heißt, ich habe gelesen, dass du die auch mit ins Badezimmer nimmst, um da zu spielen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist beim Singen das Gleiche. Ich würde am liebsten mal ein Album im Badezimmer aufnehmen, weil das so schön klingt. Aber wir sind nicht die Einzigen, die das so machen. Es gibt einen ganz prominenten Musiker, der diese Leidenschaft auch teilt. Das ist Paul Simon. Oh ja. Er ist immer ins Badezimmer gegangen, hat das Licht ausgeschaltet, hat das Wasser angedreht, weil er dieses Geräusch so mochte und hat dann in dieser Dunkelheit diese Zeilen geschrieben. Hello Darkness, my old friend. Ja. Einer seiner allergrößten Hits von Simon und Garfunkel.
The Sound of Silence. Auch das ist ein Lebenslied. Was verbindet dich mit diesem Song? Na, ich liebe dieses Lied. Das sagt so viel aus über das Leben, über Dunkelheit zu Licht, über die Botschaft des Überlebens. Und diese Harmonie von den beiden, von Simon und Garfunkel, wie sie so schön zusammengesungen haben, das erreichte mein Ohr sehr, sehr jung durch meinen Vater, der das immer gespielt hat. Und es setzt mich sofort zurück in diese Zeit irgendwie. Also das Schöne ist, dass es Daniel Hope so erreicht hat, dass er mir gesagt hat, diese Premiere, dass er im deutschen Fernsehen singen wird, das wird er mit diesem Song machen. Also wir werden diesen Song jetzt zusammen singen. Also freuen Sie sich auf eine totale Premiere, sowohl für mich, als auch für dich, als auch für uns alle. Ich muss sagen, ich hoffe, dass ich das nicht bereue. Daniel Hope und ich singen gemeinsam Sound of Silence. Ich bin sehr aufgeregt. Du? Nein, wirklich. Ich habe einfach Angst, dass du mir die Nummer total versaust. Das glaube ich dir. Ich auch. Ich auch. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light to split the night with a sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs but the voices they never share, and no one dare. Wir haben es geschafft. Come on, Leute. Es war eine Premiere. Daniel Hope. Mein Gott. Ist das großartig. Lieber Daniel, wir haben eine Plattenkiste, in der sind Songs, die in deinem Leben irgendwie eine Rolle spielen. Und ich möchte die kurz mit dir durchgehen und vielleicht erzählst du ein, zwei Sätze zu den Songs, die ich jetzt nacheinander in die Kamera halte. Der erste Song, wunderschön, Moon River, aha. Audrey Hepburn. Ah, Audrey Hepburn. Erzähl was. Ich war in sie verliebt. Also was für eine Frau. Unglaublich, oder? Wir kommen. Bohemian Rhapsody. Ah, ja, yeah. Queen. Queen. Alter, wirklich ein unglaubliches Stück. Alle Rekorde gebrochen. Warum? Einfach Freddie Mercury, eine der besten Stimmen, die ich je gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Ich finde einfach, also gesanglich, es gibt kaum jemand, der in der Nähe kommt. Und mein Bruder,
war einfach, ist immer noch, aber war ein riesen Queen-Fan. Mhm. Und ich glaube auch, so ein bisschen, um meinen Vater zu ärgern, weil er wollte nicht Elvis und nicht Simon & Garfunkel hören, hat er Madness gehört und Queen. Und ich bin mit Bohemian Rhapsody groß geworden. Also. Sehr, sehr schön und sehr verständlich, meine Damen und Herren. Oh ja, natürlich kann ich sehr nachvollziehen. Oh, ja. Every Breath You Take von Police. Ja. Ja. Das ist ein Stück, das ich so schön finde, dass ich gesagt habe, ich würde das sehr, sehr gerne nur kurz zitieren mit meinen Jungs. Ja, cool. Every breath you take, every move you make, every stunt you break, every step you take, I've been watching you. Das ist auch, ich kann es total, wir haben es nur kurz angespielt. Aber ich habe mich... Kannst du nicht weiter singen? Also, so schön. Ich habe ein Stück, was ich tatsächlich, da habe ich mich sehr gefreut, weil ich finde, es gibt kein romantischeres Stück als dieses. Ich möchte den spontan spielen. Sehr gerne. Seid ihr dafür? Können wir machen, ne? Ja. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say yes. You look wonderful tonight. Ah, vielen Dank, dass du noch mal mitgespielt hast. Dann habe ich noch ein Album hier drin. Das ist dieses. Danny Boy. Ja. Naja, Danny Boy. Dein Vater kommt aus Irland? Richtig. Und meine Großmutter hat mir das immer gesungen. Also jeden Abend eigentlich. Und es ist ein Stück, was ich natürlich liebe und sehr, sehr oft spiele. Hast du eine irische Seite? Wenn ja, ich habe sogar einen irischen Pass. Yeah? Ja? Ja, ja. Also weil das passt ganz gut. Und zwar deshalb, ich schätze es sehr, dass wir in dieser Sendung auch junge Künstler, Nachwuchskünstler featuren dürfen. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Moment dafür. Denn ich habe eine irische Sängerin eingeladen, die mittlerweile in Berlin lebt. Und sie wird es für uns singen. Ach, toll. Live an der Gitarre. Toll. Wird sie Danny Boy singen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die wunderbare Sängerin Sunny Cassie. I'll be
Sonny Casey. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much. Bravo. Wow. Mein Gott, das ist so schön. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir so tolle Leute bei uns hier in Berlin haben, in Deutschland haben. Das ist wirklich so schön. Beautiful. Ich freue mich, dass es dich so berührt hat. Yeah. Was hat es mit dem Stück auf sich? Es ist ja ein Lied über Schmerz und Abschied und Hoffnung auf Wiederkehr. Das ist ein ganz großes Thema in deiner Familie. Ja, aber es ist auch einfach wunderschöne Musik auch noch dazu. Und wenn es so schön gesungen wird, es hat natürlich viele Assoziationen für mich, hauptsächlich meine Oma. Aber auch das Irische, also die irische Seite von meiner Familie ist sehr groß, sehr stark. Und es ist aber der Teil der Familie, die ich am wenigsten kenne. Also es ist noch mein großer Wunsch, da noch ein bisschen zu recherchieren und mehr herauszufinden. Ich durfte mal in meiner Sendung Hope at Home, was ich gestaltet habe während der Corona, den Ray Garvey kennenlernen. Und wir haben unter anderem Molly Malone und Danny Boy zusammen gemacht. Und das hat mich auch auf diese irische Ausdrucksart gebracht, die ich so bewegend und so emotional finde. Und irgendwie ist es ein Teil von mir, finde ich. Wir haben ein Lebenslied von einem sehr berühmten Engländer, der auch mal eine Zeit lang in Berlin lebte. David Bowie, Heroes. Eine Hymne über Berlin und über eigentlich noch viel mehr. Ja. Was bedeutet dir David Bowie? David Bowie ist ein Meister gewesen, ein Unikat in jeder Hinsicht, eine der inspirierendsten Künstler, die ich je gesehen habe. Ich durfte ihn mal kennenlernen, nicht lang, nicht gut, aber flüchtig. Und es war ein so interessanter Mann und jemand, der Musik aufgesaugt hat. Und es war noch ein großer Traum von mir, mit ihm ein Projekt zu machen. Und ich bin relativ weit gekommen mit dieser Idee. Und war aber leider zu spät. Er ist kurz danach gestorben. Und er ist einfach, was ich liebe an Bowie ist, du kannst ihn nicht in eine, 2016, ne, als er gestorben ist. Genau, du kannst ihn nicht in eine Kategorie packen. Das liebe ich. Ja, das stimmt. Also er ist, immer wenn du denkst, du hast ihn kopiert, ist er woanders. Und seine Zeit in Berlin, gerade mit Heroes und diesen ganzen Stücken, also 77 oder so, was Berlin für ihn bedeutet hat. Ich bin in den ganzen Cafés gewesen, wo er war. Ich habe ihn hier in Berlin so ein bisschen nachgespürt. Und ich finde, Berlin passt auch zu ihm. Ja, das ist eine total super Kombination. Dann lass uns den Song spielen. Wir spielen Heroes von David Bowie. You could swim like the dolphins, like the dolphins can swim. I thought nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes. It's just for one day. I will be king. Just for one day.
Dank. Danke dir, Daniel. Fantastisch, fantastisch. Monopunk. Wow. Wahnsinn. Fantastisch, mein Gott. Aber du hast auch eine geile Band, mein Gott. Es also ist einfach echt mal die geilste Band der Welt. Das sagt nicht nur ich, das sagen sie auch selbst. Wirklich, nochmal wirklich schön. Vielen Dank, ihr macht das großartig. Also vielen, vielen Dank für diesen schönen Song, den ich singen durfte. Wer sind deine Helden heute? Naja, also während der Corona-Zeit, muss ich sagen, es waren die Ärzte, es waren die Krankenschwestern, es waren die Busfahrer, es waren die Menschen an der Supermarkt-Theke, die nicht nur kämpfen, sondern so viel einstecken mussten. Ja? Also, you could be a hero for one day. Das ist genau, darum geht es eigentlich. Ja? Mhm. Das sind die Helden. Das sind die Helden von heute, die das Leben ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Lieber Daniel, eine Frage, die ich allen Gästen ganz zum Schluss der Sendung stellen möchte, die möchte ich jetzt auch dir stellen. Daniel, wenn du zurück auf dein Leben blickst, worauf kommt es wirklich an? Also Familie, an erster Stelle Liebe und Musik. Das sind die drei Säulen im Prinzip. Und man kann, also ich möchte nicht ohne Familie sein oder ohne Liebe sein, aber ganz sicherlich nicht ohne Musik. Meine Damen und Herren, das waren die Lebenslieder mit und von Daniel Hope. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass ihr alle da wart. Daniel Hope und Monopunk. Come on. We can be heroes. Just for one.